Die Hunt for the Girl ist ein Projekt, das sich schon durch viele Sets auf meinem Kanal gezogen hat. Heute wollen wir zwei Girls jagen in zwei verschiedenen Sets. Was geht ab, meine Zuschauer, und willkommen zu einem neuen TCG-Opening auf diesem Kanal. Wir switchen die Perspektive. Wir haben heute ein paar random Produkte, die wir in diesem Video öffnen wollen. Ich wollte es nicht Random Box Opening nennen, dann kriege ich Stress mit Leni. Aber wir haben unter anderem, wir haben hier eine Keilflamme EX Tin Box, wo unter anderem zwei Random Booster Maskerade im Zwielicht drin sein werden für die Hana Altart. Und dafür auch haben wir hier einen Furienblitz, beziehungsweise eine Furienblitz-Tin. Und als kleinen Abschluss für die aktuelle Hand nach Lacey haben wir noch einen Dreierblister Stellarkrone. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal, wie ich es gezeigt habe, mit der Keilflamme-Tin an. Ich zeige euch hier die Keilflamme EX Promokarte. Wert werdet ihr eingeblendet sehen. Ich werde sie diesmal nicht rausnehmen, weil ich nehme jetzt nur die Booster raus. So. Maskerade im Zwielicht zweimal, Paradox Rift und Verlorener Ursprung. Ein wichtiges Set, ein sehr wichtiges Set, weil ich ja da noch ein Master-Set sammle. Und ich könnte eine fehlende Karte ziehen. Es ist extrem unwahrscheinlich. So, und jetzt seht ihr auch den Grund, warum ich die Promokarte nicht rausnehme. Denn ich mache das wieder zu und werde mir das als Deko hier ins Studio stellen. Wer meinen Lord-Vlog verfolgt, der wird das schon so ein bisschen sehen. Heute gehe ich mal neu nach alt vor, weil Verlorener Ursprung ganz klar von der Auswahl das coolste Set ist. Auch wenn er zu meinem Ziel mit der Hunt for the Girl nicht beiträgt. So, Bailey schnüffelt an meinem Zeug hier. Er will vorbei, okay. First Pack Magic. Girafarig. Froxy. Vulpix. Evoli. Ambidiffel. Stolos. Den Küchenchef. Tromborg. Eisenbündel in Reverse, okay. Und ein Dinglu in Holo. Ja, Grüße auch an Michi, die im Discord mit dabei ist. Hallöchen. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass ich was Nices ziehe. Weil ich behalte nicht mehr viel und dann auf so einem Video mit einer Karte für die Sammlung rauszugehen, das ist natürlich das Beste. Knapfel, Flabby B, Lichtel, Pfiffien, Stürturm, Glaziola, wunderschönes Artwork, Sir Apfel oder Sirapfel, Zerapendra, Panzer Aeron, auch ein sehr cooles Artwork und ein Bonino in Holo. Von den drei legendären Missgestalten, wie ich sie nenne. Wenn ihr übrigens neu seid auf diesem Kanal, dann könnt ihr jetzt gerne dem Video einen Daumen hoch geben und den Kanal für mehr kostenlosen Pokémon-Content abonnieren. Das ist nämlich ganz einfach. Wir haben dieses Jahr schon die 1000 Abonnenten geknackt. Das finde ich wirklich krass. Vielleicht wird es ja noch die 1100 bis zum Ende. Jetzt haben wir Paradox Rift. Kurze Pause von der Hunt for the Girl. Paradox Rift wäre zum Beispiel eine Karte, die ich auf jeden Fall noch ziehen würde. Das Kapuriki Altart ist für mich ein Grading Contender, das würde ich sehr, sehr gerne ziehen. Aber ich nehme auch gerne noch ein zweites Mal das Altaria Altart, weil ich bin mir sicher, da hat die gute Michi dann auch Interesse dran. Reißlaus, Elekid, Tapfogita, Unrat Tütox, Konterfänger, Absol, Maskeregen, WhatsApp, Knabon und Seitigant. Leider bisher noch gar kein Hit aus der ersten Tin. Das ist nicht so gut. So, für verlorener Ursprung muss ich mir ja mal kurz am Rechner meine Tabelle aufmachen. Nur für den Fall, dass ich nachgucken kann. Oh, wir haben einen Black Code. Nicht leider zwar gespoilert worden, aber das könnte ja positiv sein. Ja, es fehlen halt wirklich nur noch 8 Karten für das Set. Und davon eine zu ziehen, das wäre Gott-Level. Unlichtenergie, Blanas, Relikant, den Dyson, den aka den Staubsauger, Viscora, Mediti, Raffel, Skorgler, Paragoni-Noni,
Relikant als Reverse und wir haben einen Tauboss V. Wir gehen immerhin mit einem Hit aus der Tinbox raus. Tauboss V ist leider keine von den Karten, die mir noch fehlt. Als nächstes wollen wir in die Furienblitz-Tin reingehen. Wir haben natürlich auch hier das Artwork und ich finde es wirklich sehr schön, dass die Promokarten auch neue Artworks bekommen haben. Auch da wird die Tinbox wieder zugemacht, damit ich das Set hier rumstehen habe. Die Booster-Auswahl ist die gleiche. Verlorener Ursprung, diesmal mit einem Giratina-Artwork. Sehr, sehr nice. So, okay. Maskerade im Zwielicht. Ein Set, was mir pullmäßig nicht besonders hold war. Toxiped, Chanaira, Fandra, Quapuzzi, Ambidiffel, Käfersammler-Set, Stolos, Sonnenkern entwickelt sich übrigens zu Sonnenflora, Sonnenflora, Flabébé und Luxtra EX in Full Art. Michi, ja? Luxtra Full Art, was für dich? Ja. Ich wusste es. Sehr geiler Hit. Sehr cooler Hit. Geht wahrscheinlich dann an die gute Michi. Ich bin immer noch ein wenig erkältet. Ich habe auch übrigens absolut keine Ahnung, wann ihr dieses Video seht, weil ich mache hier quasi just for fun was auf. Und habe keinen Schimmer, wann ihr dieses Video sehen werdet. Wahrscheinlich irgendwann Ende Oktober oder Anfang November. Dabei haben wir noch September. Praktibalk, Stolunior, Weberak, Sandan, Negiragi, Sir Apfel, Störturm, Knapfel, Krebutak und ein Simsala in Holo. Auch nicht schlecht. Ich muss sagen, ich mag das Artwork von Simsala sehr gerne. So, Paradox Rift, wieder kurze Pause von der Hand for the Girl. Seien wir mal realistisch, ich gehe jetzt nicht davon aus, heute eine von den Girls zu ziehen. Das wäre natürlich krank, aber es ist doch recht unwahrscheinlich. Wir haben Skorgler, Zensekt, Krokel, Gramokles, Irsa, Meteno, Peraschei, Schlickda, Tentagra und Durengard in Full Art. Ey, das ist die Full Art Tinbox. So geil. Durengard ist es ein unscheinbares Pokémon, aber eine schöne Full Art. Sehr, sehr geil. Zwei Hits aus einer Tin, dann noch eine Full Art. So, verlorener Ursprung. Bitte Darkrai Reverse. Ey, ganz ehrlich, ich würde mich fast darüber mehr freuen als über Giratina. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, die Geschichte hinter dieser Karte werdet ihr in der Doku zu dem Set erfahren. Es ist echt krass. So, komm. Kampfenergie, Blanas, Kurtel, Hinazu, Zorua, Vitora, Viscora, Bronzel, Schneebedeck, komm schon, nein, es ist Rex Blizzard Reverse und Kramchef in Holo. Ah, das war leider nicht so gut. Aber die zweite Tinbox mit zwei Holos, definitiv krass. Als letztes haben wir den Dreierblister von Stellarkrone. Da geht natürlich die Hand for the Girl nach Lacey. Und Dreierblister sind bei mir eigentlich erfahrungsgemäß entweder komplett ohne Hit oder mit einem krassen Banger. So, wir haben eine wunderschöne Latias-Promokarte mit Galaxy Foil. Leider ohne Swirl, aber ist trotzdem krass. Den boxspezifischen Promocode könnt ihr euch mal gönnen. Und dann haben wir logischerweise noch drei Booster von Stellarkrone. Und Leute, könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber die Artworks von Stellarkrone, die sind Hammer. Es ist jetzt nicht das allerkrasseste Set, wie ich jetzt persönlich finde, aber es ist definitiv cool und macht Spaß zu öffnen. So, wir haben Tentagra, Hukumil, WhatsApp, Meryl, Rihorn, Landhorn,
Irachi, Elevoltec, Eisenfels in Reverse, Zeraora Character Rare, nice! Auf Deutsch. Yeah. Und Zeraora nochmal in Holo. Ja, dann habe ich ja nur auf Englisch da. Ja, okay, gut. Das heißt, es wäre eine Karte, die sogar für dich auch wieder interessant wäre. Ja. So, eine Karte, die für mich interessant ist, so ein Girl mit rosa Haaren. Das würde ich jetzt gerne ziehen. Linfu, Flatutu, Lampi, Galapafloss, Lumineon, Knogga, Tentera, Flatutu, Kickalo und Libalo in Terra Full Art. Geil. Ich sag's, bei mir gibt es nur entweder gar nichts aus einem Dreier-Blister oder einen Hit nach dem anderen. Das heißt, eine Art Rare und eine Full Art. Es ist das Full Art Video hier heute. So, Last Pack Magic. Mit Stellarkrone. Ey, gutes Video. Hat sich definitiv gelohnt für mich. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass keine Karte für mich jetzt so in dem Sinne dabei war. Seraphil, Grillmark, Mediti, aber das wäre Meckern auf extrem hohem Niveau, Klick, Lapras, Koraidon, Togedemaru, Tentera, Cravell als Art Rare, das gibt's doch wohl nicht. Ey, ich mag Cravell nicht, aber das ist eine coole Karte. Und noch ein Pokusan in Holo. Wir gehen nochmal die Hits des heutigen Tages durch. Mal kurz sortieren. Die erste Tin ist okay gestartet mit einer V-Karte. Dann kam die zweite Tin mit zwei Full-Art-Karten, Luxtra und Durengard. Aber der Dreier-Blister hat komplett kurzen Prozess gemacht mit drei ganzen Hits. Hat sich dicke gelohnt, dieses Video. Zwar wahrscheinlich mehr für Michi als für mich, aber im übertragenen Sinne ja dann auch doch für mich. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal für mehr kostenlosen Pokémon-Content und wir sehen uns. Bis dann. Ciao!